herzlichst willkommen zu einem neuen Let's Test von der Strawpool-Umfrage zum Thema, welches Spiel ihr am liebsten noch als neues Display sehen wollt. Dieses Mal, wie ihr es gerade schon gesehen habt, ist Lord of Arcana dran. Dieses Spiel habe ich bereits schon mal mit Steam im Online-Let's Play zusammen gemacht. Nun, wie ihr wahrscheinlich alle in der Zwischenzeit schon wisst, habe ich keinen Online-Modus mehr auf meiner PSP. Und dementsprechend wäre die einzige Möglichkeit, das alleine weiterzuspielen. Wenn ihr dies denn sehen wolltet, könntet ihr jetzt in die Beschreibung des Videos gehen und für Lord of Arcana voten. Wenn nicht, dann lasst es einfach sein. So, Lord of Arcana. Grundsätzlich ist es ein ähnliches Spielprinzip wie in Monster Hunter. Daher ist es auch mit auf der Liste, weil ich spiele wie Monster Hunter mag und ihr scheinbar auch. Man hat hier verschiedene Waffenarten. Streitkolben habe ich hier gerade ausgerüstet. Es gibt auch noch sowas wie Gewehrlanzen. Die funktionieren aber anders als im Monster Hunter. Und ich müsste eigentlich mal schnauben, aber ich habe eh die ganze Zeit Schnupfen, das bringt das nicht allzu viel. Das einzige bei Herstellen von Waffen ist, also wie normalerweise bei Herstellen von Waffen, die werden erst angezeigt, wenn man die nötigen Materialien hat. Aber man kann die Waffen auch noch verbessern. Und auch die Waffenverbesserungen werden erst dann angezeigt, wenn man die nötigen Materialien hat. Also. Kann sein, hier das Bronzeschwert so als Beispiel, kann sein, dass das noch zum ober-mega-super-geilsten Ding auf der Welt werden kann. Das sieht man aber erst, wenn man den Endboss besiegt hat. Das heißt, selbst das neue Waffenbauen und die Verbesserung von Waffen sind immer wieder eine neue Überraschung. Also außer man guckt nur Walkthrough rein, aber grundsätzlich sind die immer wieder, du guckst nach jedem Monster und, habe ich was Neues? Ja, nein, geil, scheiße, muss ich weitermachen. So, hier, es gibt Waffenarten, Schwerter, Großschwerter, andersrum, Großschwerter und Kleinschwerter, halt schnell und langsam, so wie ihr je. Dann hier solche Streitkolben, Äxte, ich habe vergessen, wie die funktionieren, und Gewehrlanzen. Wobei die Gewehrlanzen halt wirklich Lanze sind, die tatsächlich schießen können, so ähnlich wie Armbrüste. Wir haben einmal so sozusagen einen Schützenmodus und einmal einen normalen Nahkampfmodus. Apropos Schützenmodus, je nachdem, wie oft man eine Waffe spielt, verbessert sich das eigene Können mit dieser Waffe. Es gibt Erfahrungspunkte, das ist ein Unterschied zum Monster Hunter. Und je nachdem, wie gut man ist, werden halt die Angriffe aufgelevelt und man bekommt andere Spezialfähigkeiten. Ich habe jetzt vergessen, wo man die ausrüsten kann, aber es funktioniert tatsächlich. Und ich muss mal ganz kurz Pause machen, weil ich das mit Schnauben doch ziemlich kacke wird gerade. So, jetzt geht's besser. Also, man kann auch noch hier mit dem Gildenliebchen sozusagen reden. Dann hat man eine Bibliothek. Man kann eigentlich das Aussehen verändern, Sachen verkaufen, etc. Hier, genau, Kampftechniken kann man hier ändern. Zum Beispiel habe ich hier den Erdspalter, könnte aber auch den Doppelschlag mit meinem Streitkolben ausrüsten. Wie gesagt, je nach Waffe gibt es da verschiedene. Und das Ding kann ziemlich groß und viel werden. Also das ist, hat schon einiges an Content. So, wir wechseln jetzt mal die Ausrüstung. Und zwar will ich hier nicht mit Streitkolben kämpfen, sondern... Ich weiß leider nicht, welcher Speer oder was wirklich gut ist. Ich denke, Seltenheit Grün scheint besser zu sein als Weiß. Ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt. Das heißt, ich nehme einfach jetzt mal diesen schweren Kladius hier. Ich meine, wenn ich die Waffe habe, werde ich ja mal damit umgegangen sein können. Ja, die Dateien sind ein bisschen doof. Ich habe gerade die Dateninstallation nicht drauf. Das kann ich also auch noch ändern. Hier, okay, schwerer Kladius ist ein kleines Schwert und Schild. Da sieht man daran, dass man noch ein Schild mit ausrichten kann. Captain Obvious strikes again! Also man kann getrennt Schwerter von Schildern ausrüsten. Auch eine coole Sache. Ist mir gerade mal so wieder aufgefallen. Und man hat Kugel. Okay, es ist sozusagen was wie Dekoration, wie es aussieht. Und Auge der Götter ist Schwachpunkterfahrung. Okay. Wie gesagt, ich habe so weit nicht mehr gespielt, ich habe mir nicht alles gemerkt. So. Ja, cooles Schwert und Schild. Vor allen Dingen kann man auch hier, wenn ich mich nicht irre, teilweise Items sammeln. Die liegen dann einfach hier so rum. Das sind so, ja, lila Punkte auf der Karte und die kann man dann halt einsammeln. Und man wird halt mit jedem Bossgegner, den man besiegt, stärker. So, es gibt verschiedene Kapitel. Wir machen jetzt mal einen einfachen Kampf, damit ihr so das Spielprinzip seht, ich mich wieder einfitzen kann. Wir kämpfen gegen Agni. Das war der letzte, den wir im Let's Play Together sozusagen besiegt hatten. Ja, der Ladebildschirm ist cool, man kann sich daran bewegen. Okay, das hier ist Ausweichen.
Das ist Schlagen. Ich glaube, es gibt schwerer Schlag und leichter Schlag. Wie gesagt, ich habe so weit nicht mehr gespielt. Verzeiht mir, dass ich Steuerung selber nicht so kenne. Und genau, hier befindet man sich. Das ist... Komischerweise bin ich zum ersten Mal hier. Ah, natürlich, wir haben die ganze Zeit, ich mit Steam haben halt online gespielt, also die Online-Quest gemacht, wo halt doppelt so viele Monster vorkommen und die Monster doppelt so schwer sind. Und dementsprechend sehen wir jetzt zum ersten Mal dieses Gebiet hier wirklich solo. Ja, es gibt Sprintangriffe. Ich habe keine Items mitgenommen. Natürlich wieder genial pornös von mir. Diese sind seltene Items. Scheinbar, glaube ich, weil lila, bunt, Regenbogen ist immer schön. Genau, man sieht rechts die Karte mit Teleportationsstellen. Agni ist im Gebiet 9, wenn ich mich nicht irre. Und bevor ich zum Boss gehe, würde ich ganz gerne noch ein paar Minions platt machen, damit ihr das Kampfprinzip vorher seht, bevor ich komplett abkacke. So, zerrissenes Leder. Genau, das sind solche Materialien halt zum Sachen herstellen. Die Monster rennen hier auf einen zu und theoretisch wäre es gut, wenn man die von hinten angreifen würde. Theoretisch. Oder allgemein, wenn man sie schlagen würde, was ich, wie ihr seht, gerade nicht so gut hinbekomme. Und dann beginnt der Kampf. Man kommt in eine extra Arena. So, warte, ich habe hier einen Schlag. Das scheint ein schwerer Schlag zu sein, der auch Erschöpfung dazu gibt. Hallo, mein Freund! Ausweichen! Oh, scheiße. Wo war ausweichen? Ah, rennen und X. Und man kann natürlich auch blocken. Ja, okay. Komm her, mein Freund. Ich werde dich sowas von platt machen, wenn ich mit der Steuerung klarkomme. So, das hat doch mal fast gesessen. Ja, treffen kann der nicht. Ich sehe, ich hätte vielleicht doch mit Streitkolben kämpfen sollen. Ah, warte. Sprungangriffe wären vielleicht eine gute Idee. Immerhin hat er dann sein Schild vielleicht nicht. Guck mal, kann ich auch. Es ist kacke, vom Monster hat er mich gewirrt, mit R zu blocken. Und hier ist es X. Verurteilt mich bitte nicht. So, aber ich schaffe das schon noch. Deswegen machen wir den Kampf hier ja. Jetzt roll doch. Roll doch, mein Freundchen. Okay. Rechts unten steht übrigens auch die Tastaturbelegung. Verdammt. So, hier erstmal anficken. Und dann kommen wir richtig hart rein. Es gab, glaube ich, auch eine Möglichkeit, die gut und günstig zu besiegen und nicht so krüppelig wie ich. Aua, scheiße! Ich sterbe doch jetzt nicht bei so einem verkackten Minion! Aber mit Leck Gegenstand. Oh! Genau, Opferungsamulette. Jetzt weiß ich es wieder. Man konnte in dem Spiel mehrmals sterben im Kampf. Und dann aktiviert sich halt so ein Opferungsamulett und dadurch wird man wiederbelebt. Das heißt, man kann dreimal sterben und anschließend ist man tot. Und man kann halt während der Quest auch eine Opferungsamulette einsammeln. Was dann dazu führt, dass man halt letzten Endes, ja, öfter sterben kann, wenn man die denn findet. Die sind relativ selten. So. Was? Ich dachte, du bist tot. Du bist doch gerade in dich zusammengefallen. Ja, okay. Das ist schon geil, wie lang ein Kampf gegen so einen Typi dauert. Das steht natürlich nicht gerade dafür, dass ich gut bin. Aber das können wir ja sehr schön ändern. Endlich. Genau. Und wenn die besiegt sind... Es ist ein definitiv leicht blutiges Spiel, wie ihr gerade gesehen habt. Die Monster zerspringen in alle Einzelteile. Und dann kann man fröhlich sein, weil man den Kampf gewonnen hat. So, da der Kampf schon so lange gedauert hat, würde ich sagen, wir nehmen jetzt keine Umwege mehr. Wir gehen direkt zu Agni, damit es nicht allzu lange dauert. Denn Agni ist, wie gesagt, Bossgegner. Und Bossgegner sind in der Regel stärker als Minions. Und... Ich könnte mich zwar noch versuchen einzuspielen, aber ich bezweifle, dass das wirklich funktioniert. Warum zur Hölle laufe ich eigentlich hier lang? Das ist so ziemlich der dümmste Weg, den man nehmen könnte. Und der Sino schreitet ihn voran. Ist das nicht schön? Ach komm, weil es so schön war, werden wir nochmal überfallen. Yes, wunderbar. Also Überfall und sowas hat halt eben die Vor- oder Nachteile, dass man zusätzliche Bonus bekommt. Ah, ich kann auch so machen. Okay, verstehe. Okay, ich finde es bloß komisch, dass die Gegner nicht zurückschrecken. Ich dachte eigentlich, das würden sie tun. Aber ja, was soll's. Der S hat kein Schild. Bedeutet automatisch, ich bin im Vorteil. So, jetzt hat er einmal gestaggert. Ach Mann, ja, ich krieg das schon noch hin. Keine Angst. Gegen Agni habe ich dafür oft genug gekämpft. Gegen Minions nicht. Nehmen. Ich brauchte wirklich mal Sachen von dem. Oh, 4 Stück, schön. Fuck you!
Lass mich meine Hörner einsammeln. Ich mag Hörner. Du gehst mir am Arsch vorbei. Das Horn nicht. Das geht rein. So, okay. Schön, wie du zuguckst. Finde ich nett von dir. Sehr sozialer Goblin. So, willst du zuschlagen oder willst du nicht zuschlagen? Ja, renn noch ein bisschen rum. Tanz, mein Goblin, tanz! Au. Das war kein Tanz, das war ein schmerzhafter Schlag gegen mich. Den Unterschied solltest du eigentlich kennen als Monster. Und ja, auch solche Minion-Kämpfe können mal eine Zeit lang dauern. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich mal typisch ich hier die schwächste Waffe genommen habe, die ich habe. Warte, nein, noch nicht schließen! Ich brauche noch Sachen! Okay, hab alles. So. Alles nehmen mit Kreis und... Ja, komm, dann lass mal es hier. Ich weiß eh nicht, was ich gerade alles brauche. So. Ich spüre in aktiver Arcana. Ich glaube, das könnte bedeuten, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Dann war er doch nicht immer im Gebiet 9. Wir gehen einfach mal hingucken. Es kann nicht schlecht sein. Aktive Arcana sind, glaube ich, einfach große Gegner oder große Energiemengen, würde ich sagen. Es gibt mir irgendwas Gutes. Heiltrank, sehr schön. Und die kann man auch währenddessen, während des Nichtstuns benutzen, das ist schön. Ich habe 9 Heiltränke. Und komische Suchonaden. Bleib weg von mir, Goblin. Ich habe nur noch 53 Zeit. Nein, aktive Arcana, jetzt hältst du wieder ein. Da bekommt man seltenere Gegenstände. Jetzt habe ich's, okay. Ja, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich teilweise genauso dumm in dem Spiel wie ihr. Also ihr, die es noch nie gesehen habt. Schaut euch einfach mal die paar Parts an, die wir auf dem Kanal haben, dann seid ihr schlauer als ich. So. Wie gesagt, ich vermute eigentlich, dass er hier sein müsste. Wenn nicht, dann habe ich was vergessen. Stärkeknoll. Och ja, mein Inventar ist voll, ich weiß. Ja, wegwerfen. So, eigentlich sollte hier dann irgendwo ein großer, böser Kreis auf dem Boden liegen. Es ist so kacke, wenn man Let's Test macht und selber vom Spiel keinen Plan mehr hat. Das ist bescheuert. Macht das nie, Leute. Alle, die ihr mir gerade zuguckt, macht dies nie. Warum sammle ich eigentlich noch Sachen auf, wenn ich eh weiß, dass ich voll bin? Ach, egal. Also, wenn ihr tatsächlich mal irgendwie was machen wollt, macht das mit Erfahrung. Scheiße. Ich wollte nur zurückkehren, da ist mir eingefallen, oh, der Goblin ist ja noch da. So, das hier ist übrigens ein Magier. Das heißt, surprise, surprise, er kann zaubern. Und ja, das war gerade ein kritischer Schlag, weil ich einfach kritisch geil bin. So, jetzt lasse ich mich hier mal ganz kurz vorbei. Und, oh, in your face, bitch. Irgendwie sehen meine Angriffe so aus, als wenn die komplett nutzlos wären. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Höchstwahrscheinlich nicht daran, dass ich mich größtenteils im Online-Let's Play auf Steam verlassen habe. Nein. Ich weiß nicht, wie ihr auf so eine Idee kommt. Aua! Mann! Es ist scheiße, wenn man nach jedem dritten Schlag selber einmal getroffen wird. So wird man in diesem Spiel, glaube ich, nicht. So, ich nehme erstmal alles mit, auch wenn ich weiß, dass ich voll bin. Ich habe es nicht wieder vergessen. So, das, was wir nehmen können, nehmen wir noch mit. Und dann werfen halt die Hörner weg. So, Arcana ist nicht mehr aktiv. Oh, schade. Vielleicht hätte ich aber doch in der aktiven Arcana irgendwas machen sollen. Ah, aber gut, so können wir es schon mal wieder reinfitzen. Sollte es dann zum Let's Play kommen, weiß ich zumindest Bescheid. Keine Ahnung, was das macht. Deswegen lassen wir es mal so Ronade-Trank sein. Wir waren bloß im Gebiet 6 noch nicht, ne? Das heißt, da gehen wir jetzt mal schnell reingucken. Würde ich mal meinen, dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte. Und wir warten auf die nächste aktive Arcana. Weil ich glaube, irgendwas mit der Arcana war auch aktiv und irgendwohin notwendig. Ich hätte vorher einmal alleine spielen sollen. Egal, so finden wir es wie in einem wahren Let's Play-Anfang auch einfach mal gemeinsam raus. Bleibt das Ding hier. Ah, okay, man kann das auch noch mehrmals einsammeln. Wenn man dann feuchtfröhlich ist und hier nochmal dran vorbeikommt. Ja, da hinten. Genau das Ding meint. Ich guck mal, steht sogar groß und fett Agni drüber. Ich glaube, da müssen wir hin. Hallo, mein Freund. Ich liebe dich. Du bist der Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mache ich dir den Hof. So, da ist er. Unser Questziel. Der große, böse Agni mit der flammenden Kaiserfaust. Und ja, er kann Walzer einsetzen.
Das ist nämlich das Einzige, was er hier gerade böse kann und so das Erste, was er auch gerne macht. So, irgendwie müsste ich, glaube ich, anvisieren können. Immerhin habe ich ja dieses Auge, Dingsda-Boomster. So, genau. Agni, weil die noch nichts hiervon gesehen haben, es gibt Schwachpunkte, Schwachstellen. Bei ihm ist es der Arm, allerdings erst nachdem man ihn kaputt gemacht hat. Oh shit! Okay, er kann eine Combo. Das heißt, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe von dem. Man muss erst diesen flammenden Arm kaputt machen, sonst macht man fast gar keinen Schaden. Oh, er hat ein Flammenschwert. Cooler Junge, cooles Ding. Cool, bra. Nice to see you, bra. I hope you like me, bra. Jetzt roll doch weg. Punkt, genau. In your face, Agni. Du bist zu langsam. Too slow, bitch. Too slow. Nein. Alter, wie weit das Ding geht. Damit habe ich nicht gerechnet. So, man kann scheinbar brennen. So wie ich gerade Schaden... Fuck you. Einfach nur fuck you. Ich war locker weg. So, das sollte so ein bisschen auf den Arm gehen. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich das Tutorial nochmal spielen, bevor es zum Let's Play kommt. Damit ich weiß, wie die Steuerung war. Obwohl sie ja jetzt schon wieder relativ weit drin ist. Nein, du springst jetzt nicht in die Mitte. Och Mann. Rolle, 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 roll mein Agni. Rolle, rolle, roll mein Beilchen. So. Früher war der Angriff, glaube ich, auch mal schwer. Vielleicht wird er auch noch schwerer. Weil es gibt auch noch, natürlich können die Monster hier auch wütend werden. Dementsprechend kann es auch noch ziemlich eklig gegen den Typen hier werden. Da. Immer wenn ich so mehr als 18 Schaden mache, treffe ich die Hand. Bei 47 treffe ich sie sogar ziemlich gut. Jetzt lass mich hier weg. Ja, ich wusste, dass du das nicht machst. Deswegen stand ich so eiskalt cool da. Und du kannst auch so rollen? Ja, stimmt, er konnte auch so rollen. Das hat mich immer erwischt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und das ist auch verwirrt. Ja, ihr seht, es gibt auch so verschiedene Schwachpunkte bei den Monstern. Also auch in den Situationen, wo man angreifen kann. Die Monster werden halt eben immer größer, immer böser. Und ich glaube, man konnte auch selber irgendwie Monster rufen. Also, wenn man die oft genug besiegt hat, hat man irgendwas von denen bekommen. Und konnte dann so Spezialangriffe von denen vollführen. Was schon ziemlich episch war teilweise. Die haben dann entweder geheilt oder halt eben eiskalt alle Gegner zerstört. Also Schaden gemacht. So. Was? Chance vergeben? Ah, ja. Es gab hier irgendwie die Möglichkeit, Kämpfe zu machen. Also die taumeln und dann konnte man irgendwie so ein Quicktime-Event starten. Jetzt habe ich den Namen wieder. Ich habe es leider vergessen, wie. Ja, shit. Das ist kacke, wenn man so geile Spiele spielt und dann die ganze Steuerung vergisst. Kann einem bei Final Fantasy nicht passieren. Da wird die Steuerung praktisch gesehen dauerhaft angezeigt. So. Mit anvisieren wäre es übrigens auch leichter, auf den Arm zu gehen. Man kann eigentlich irgendwie anvisieren. Das ist nicht. Oh, hallo, mein Freund. Ja, ich weiß, dass der Angriff böse ist. Schön, dass du mir das nochmal beweist. Er kann nämlich durchaus auch ziemlich gut mehrmals treffen. Ich habe bloß keine Tasten mehr auf der PSP, die ich ausprobieren könnte. Oh, er ist wieder normal, sehr schön. Jetzt macht er wieder weniger Schaden. Ist auch nicht mehr ganz so aggro. Ja, was in dem Satz, er ist wieder normal, irgendwie mit drin enthalten ist. Nein, ach, scheiße. Oha. Also er ist auf jeden Fall ziemlich heiß auf mich. Oh, shit. So, ganz schnell einen Heiltrank nehmen. Wir sind überhaupt nicht fast tot. Nein, das ist alles Einbildung. Die Leiste da oben, die ist das Leben des Gegners. Genau. Das ist nicht meine. Nein, das ist die Gegner-HP. Habt ihr da jemals was anderes gedacht? Deswegen geht die auch so schnell leer, weil ich einfach so fucking OP bin. Aber die müssen sich halt ab und zu mal heilen, die Gegner. Das sieht man immer so zufällig. Nein, oh, scheiße. Ich hätte es kommen sehen müssen. So, was willst du wieder machen? Na, du rollst dich wieder rum. Okay, mach ruhig. Ah, Junge, einfach mal gib mir deine Hand und ich gebe dir morgen den Tod. Sind wir uns damit einverstanden? Scheiße, der hat echt so 360 Grad drin, wa? Da hilft es auch nichts zur Seite zu rollen, da muss man eigentlich einfach weg. So, noch drei Heiltränke, das sieht gut aus. Das kann gar nicht schief gehen, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich kann es nur noch schief gehen, aber egal.
Autsch! Scheiße. Okay, man kann scheinbar auch verwirrt werden. Und ich stehe dafür gerade ziemlich gut. Aua. Egal, er ist wieder normal. Weiter geht's. Ganz ehrlich, ich würde gerne wissen, wie man jetzt nochmal die Quicktime-Events startet. Also es waren bestimmte Situationen, kurz bevor sie wütend werden scheinbar. Und dann musste man... Oh shit, er kann sich nochmal ändern. Ja, die werden im Laufe des Kampfes dauerhaft stärker. Daran konnte ich mich auch noch erinnern. Ich wusste bloß nicht, was der noch im Nachhinein alles kann. Scheinbar sind wir gerade dabei, es herauszufinden. Er kann sich nochmal umdrehen. Aber dabei müsst ihr bedenken, ne? Schon seit Pokémon war es so. Walzer wird stärker, je länger man ihn benutzt. Wenn man vorher noch ein Igler macht, dann ist Walzer einfach OP. So halt leider auch bei ihm. Och, jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, ich block einfach demnächst. Blocken? Ja klar, ich kann auch blocken. Warum rolle ich die ganze Zeit? Wenn ich auch einfacher blocken könnte. Aber ihr seht, ne, im Hitze des Gefechtes, zumindest mein Kampfstil ist besser geworden. Sagte er und schlug zwei, dreimal daneben. Aber er ist besser als vorhin, als ich gegen dieses scheiß Skelett nicht den Hauch einer Chance hatte. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt einen Hauch einer Chance habe. Aber ich will sagen, es sieht zumindest besser aus. Mein Hauch ist jetzt tatsächlich fühlbar. Der Hauch der Chance. Nicht überwältigend, aber er ist da. So. Genau, sage ich doch, ich kann blocken. Kann natürlich auch unblocken getroffen werden. Wieso auch nicht, mein Freund. Mach ruhig. Ich nix dagegen. Was du nicht lassen kannst. Übrigens, diese Quicktime-Events, die ich gerade eben scheinbar ziemlich gut übersprungen habe, wobei ich immer noch nicht weiß, wie zur Hölle ich das geschafft habe. Die machen wirklich so richtig viel Damage und man bekommt zusätzlich auch noch extra Items. Also, wenn man die macht, ist man so richtig geil. Wenn man denn nicht vergessen hat, wie sie funktioniert. Okay, ich habe den neuen Kezu-Angriff gefunden, der mich bis zur Unendlichkeit nervt. Schön, dass das Monster, was ich mir gerade für so ein Let's Test aussuche, so einen drauf hat. Das macht natürlich doppelt Spaß. Ja, ja. Rolle, 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 rolle mein Ball. Ich habe noch 76 Leben. Okay. Mehr als schief gehen kann es wirklich nicht mehr. Also volle Power rein da. Mache ihn alle. Jo, so sieht's aus, wenn Monster fast tot sind. Die können auch fliehen. Also die humpeln und fliehen dann. Und wenn sie fliehen, dann muss man sie verfolgen. Und ja, die bluten auch, wie ihr sehen könnt. Ich habe es nicht geschafft, den Arm kaputt zu machen. Wisst ihr, wie bitter das ist? Nee, wisst ihr nicht, weil ihr das noch nicht gesehen habt. So. Duell. Das ist so ein Quicktime-Event. So, Konzentration, Sinu. So. Bei PSP kenne ich mich mit den Tastenplätzen aus. Das heißt, es sollte eigentlich nicht schief gehen. Bam, in your face, bitch. Und ich glaube, man muss mit Duellen die Kämpfe auch immer gewinnen, wenn ich mich recht entsinne. Zack. Also so gesehen einfach bloß richtig epische Finisher. Bam. Und da verreckt er. Platsch. Ha, ist das nicht wunderschön? Scheiße, ich bin doch voll, ne? Also wir haben gerade ein Bossmonster besiegt. Mit Schweiß, Mühe und Not. Nur um anschließend... Oh, können wir alles nehmen? Nein, können wir nicht. Na gut, wer braucht schon zerrissenen Stoff? Oder aber eine verwesene Kluft? So. Wunderbar. Genau, man kann hier jetzt Arcana bekommen. Ich glaube, so kriegt man die Monster dann zum Beschwören. Wenn man Glück hat. Und wir hatten kein Glück. Die Arcana hat das Monster in blutige Fleischklumpen verwandelt. Badums. Können wir grillen. Einfach positiv denken. So, und natürlich ist es auch immer so, ne, man kommt an Agni-Kern. So war das. Irgendwas konnte man damit machen. Rang S. Oh, vielen Dank für die Schmeicheleien. Wunderschön. Ja, hier rechte Hand kann man eigentlich zerstören. Das geht halt meiner Meinung nach mit Gewehrlanze auch ziemlich geil. Nach dem Motto, du hast den Schützenmodus, wenn du einmal freigespielt hast, musst das Level steigen dafür. Dann kannst du halt dauerhaft auf den Arm schießen, macht dauerhaft kritischen Schaden und dann geht der Arm ziemlich schnell kaputt. Wenn man allerdings die Fähigkeit noch nicht hat, sollte man das nicht mit Gewehrlanze machen. Weil das habe ich halt mit Sinn gemacht und ich glaube, der Part dauert so 50 Minuten. Apropos Länge eines Partes, so sieht es übrigens aus, wenn man Sachen sammeln kann.
Ja, zerrissenes Leder, perfekt. Gut, dass ich es weggeworfen habe. Genau, hier kann man speichern. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, gebt mir bitte irgendwie Bescheid. Am besten durch Worten oder Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und adios, amigos. Hoffentlich auf Wiederhören.